willkommen zu unserem Warburg-Podcast, wo wir uns mal mit etwas, vielleicht auch theoretischen Kapitalmarktthemen beschäftigen wollen und die etwas tiefer besprechen wollen. Und dazu haben wir heute einen ganz spannenden Gast bei uns in unserem kleinen Warburg-Studio, nämlich Professor Drobetz von der Universität Hamburg. Wolfgang, ich würde mal vorschlagen, dass du dich erstmal vorstellst. Ja, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier. Wie gesagt, mein Name ist Wolfgang Drobetz. Ich bin an der Uni Hamburg an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre und vertrete da das Themengebiet Corporate Finance und Asset Management, sowohl in Forschung und Lehre. Und ich mache zum Beispiel auch eine Asset Management Vorlesung, wo wir auch solche Themen zu ETFs, was heute unser Thema sein soll, auch entsprechend behandeln. Genau. Und Professor Drobetz ist Mitglied im Warburg Wissenschaftsinstitut. Da geht es darum, dass wir tatsächlich aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus Kapitalmarktthemen, Asset-Management-Themen ein bisschen behandeln, bearbeiten wollen. Und wie gerade schon erwähnt wurde, unser Thema heute sind ETFs. Da geht es darum, es sind börsengehandelte Fonds, hochgradig liquide, die typischerweise eher auf eine passive Art meistens Market Cap gewichtete Indizes abbilden. Diese Art von börsengehandelten Fonds ist im Laufe der letzten Jahre, auch man kann schon mal sagen Jahrzehnten, aber vor allem in den letzten Jahren noch mal deutlich mehr, sehr, sehr populär geworden. Immer mehr Assets werden gehalten im Rahmen dieser Vehikel. Immer mehr Asset Manager nutzen auch diese Vehikel, um quasi Exposure, also Zugang zu Aktienmärkten, zu Sektoren, zu Ländern, zu Themen zu bekommen. Wolfgang, was glaubst du, warum ETFs so einen Siegeszug angetreten haben? Ja, du hast einige der Punkte schon genannt. ETFs haben sehr viele Vorteile und auch ein paar Nachteile. Lassen wir uns starten mit den Vorteilen. Das eine ist, wie du angesprochen hast, es ist eine sehr günstige Möglichkeit, ein Exposure aufzubauen zu einem breiten Warenkorb von Wertpapieren. Also es ist sehr einfach, Exposure zu bekommen zu vielen Anlagen, verschiedene Anlageklassen und das Ganze relativ günstig zu sehr niedrigen Managementgebühren. Also die Total Expense Ratios sind deutlich geringer im Vergleich zu natürlich aktiv gemanagten Fonds, aber auch rein passiv gemanagten Fonds. Und ein großer Vorteil ist natürlich auch, hast du auch erwähnt, es ist ständig handelbar. Also man kann intraday handeln, das bringt viele Liquiditätsvorteile und man hat dabei auch geringere Transaktionskosten im Vergleich dazu, würde man die einzelnen Papiere des Wertpapierkorbs einzeln handeln. Und natürlich, und das ist häufig das Ziel, man versucht einen Index zu replizieren. Und diese ETFs schaffen es sehr gut, diese Indizes nachzubauen mit sehr geringen Tracking Errors, also die Abweichungen von den zugrunde liegenden Indexkörben sind relativ gering. Und das ist natürlich für Anleger, die in verschiedenste Anlageklassen günstig, liquider investieren wollen und diversifizieren wollen, natürlich sehr attraktiv. Das sind im Prinzip genau die Gründe, warum ETFs so erfolgreich geworden sind. Allerdings ist es so, überall dort, wo Licht ist, da ist natürlich immer auch ein bisschen Schatten. Und ein Punkt betrifft das Thema einer synthetischen Replikation. Viele Menschen denken immer, und sogar viele Profis denken das teilweise auch noch, dass ETFs so funktionieren, und manchmal tun sie es auch, aber eben nicht immer, dass dort einfach ganz klassisch Aktien in den Fonds gekauft werden. Wenn quasi Mittelzuflüsse stattfinden, werden noch mehr Aktien quasi nach bestimmten Regeln in das Portfolio aufgekauft. Aber de facto ist es so, dass ganz oft ETFs gar nicht physisch replizieren, so nennt man das, wenn tatsächlich echte Aktien gekauft und verkauft werden, sondern die Performance wird dargestellt über eine sogenannte synthetische Replikation. Das hat gewisse Vorteile, das ist kostengünstig. Dann man hat teilweise, wenn man handelt, etwas geringere Spreads. Das heißt, im täglichen Doing kann das durchaus von Vorteil sein. Es gibt aber möglicherweise auch einen entscheidenden Nachteil mit synthetischen ETFs zu arbeiten. Wolfgang, hast du da so zwei, drei Punkte? Ja, genau. Also es gibt viele ETFs, die tatsächlich physisch sind und
wo die einzelnen Titel tatsächlich gehandelt werden und gehalten werden. Aber es gibt eben auch sogenannte synthetische Replikationen. Das heißt, die Performance des Index, der repliziert werden soll, wird eben nachgebildet, indem man Derivatgeschäfte eingeht, vor allem Swaps. Und hier hat man natürlich immer das Problem, dass der Sponsor, also die Partei, die diese ETFs auflegt, mit einer dritten Partei einen Vertrag eingeht, um eben diese entsprechenden Zahlungsströme, die den Index abbilden, zu replizieren und abzubilden. Und da hat man natürlich immer ein gewisses Gegenparteirisiko, dass diese dritte Partei im Hintergrund, wenn es nötig wird, nicht entsprechend die Zahlungsströme liefern können. Und das hat natürlich für den Anleger dann entsprechend negative Implikationen, wenn dieses Gegenparteirisiko wirklich schlagend wird, nicht? Ja. Und das ist so einer der klassischen Punkte, der genannt wird, wenn es um Kritikpunkte bei ETFs geht. Es gibt aber, wenn man etwas hinter die Kulissen schaut und noch etwas tiefer wissenschaftlich einsteigt, noch ein paar weitere Punkte, die man vielleicht auch etwas besprechen muss. Und ein Punkt, der mir jetzt hier so in den Sinn kommt, ist die Beobachtung, die empirische Beobachtung, dass immer dann, wenn Indizes sehr stark durch ETF-Holdings geprägt sind, also wenn ein großer Anteil von Indizes tatsächlich über ETFs gehalten wird, dass dann die Aktien in einem solchen Index tendenziell anfangen, sehr, sehr massiv miteinander zu korrelieren. Und wenn das so ist, und es scheint so zu sein, die empirischen Befunde sind dann, glaube ich, relativ eindeutig, dann hat man natürlich so ein bisschen Angst, dass Märkte gar nicht mehr so effizient funktionieren können, wie sie vielleicht eigentlich sollten. Ja, ja. Ganz genau. Also es gibt eine ganze Menge an empirischen Befunden, empirischer Evidenz, dass die Korrelationen, also der Gleichlauf der Titel, die sehr stark Ziel solcher ETFs-Fonds sind, eben ansteigen. Also die laufen immer gleicher. Und da hat man natürlich so ein bisschen die Befürchtung, dass hier der Preisfindungsprozess gestört wird, nicht? Denn diese ETF-Fonds, diese passiven Fonds, kaufen die Titel ja immer in Blöcken. Die replizieren einfach den Index, was aber dazu führt, dass sie natürlich wenig Anreiz haben, die einzelnen Titel wirklich zu hier Research zu betreiben, Forschung zu betreiben. Also Beispiel, wenn Sie im Index haben Bank of America und Citigroup, dann handeln Sie die einfach im Block, weil die im Index enthalten sind, aber Sie werden sich nicht anschauen, wie die relative Bewertung dieser beiden Titel zueinander steht. Ja, und diese möglicherweise kleinen Fehlbewertungen werden dann möglicherweise, wenn zu viel passives Investment im Markt geschieht, einfach nicht mehr ausarbitriert. Und das führt dann dazu, und das sehen wir empirisch, dass eben die Titel, die Unternehmen, wo großer Anteilsbesitz von ETFs-Fonds vorherrscht, dass bei denen die Renditekorrelationen ansteigen. Und wie gesagt, die Befürchtung ist eben, dass Märkte nicht mehr in dem Maße effizient sein könnten, als wenn hier sehr viele aktive Arbitrageure unterwegs werden, die halt immer durch ihr Handeln dafür sorgen, dass die Preise immer effizient sich einstellen. Das ist eigentlich eine verrückte Welt. Eigentlich könnte man sagen, dass ETFs, wenn sie sehr erfolgreich sind und an Verbreitung gewinnen, tendenziell dazu führen, dass Märkte ineffizienter werden. Aber diese Ineffizienz kann nicht genutzt werden aufgrund der hohen Korrelation, zwischen Aktien in Indizes besteht. Gut, man könnte natürlich als Gegenargument sagen, wenn es wirklich Bewertungsineffizienten gibt zwischen ähnlichen Unternehmen, um nochmal auf mein Beispiel zwischen Bank of America und Citigroup zurückzukommen, dann würde das andererseits natürlich auch aktiven Managern die Gelegenheit bieten, diese Preisdifferenzen sozusagen auszuarbitrieren und daran entsprechend Rendite zu generieren. Und das macht also wiederum aktives Management attraktiver, was, und das wäre ein Argument, das man bringen könnte, dazu führt, dass es irgendwo nicht ausschließlich passives Management geben könnte, denn es gibt irgendwann mal eben Möglichkeiten für aktive Fonds und so gibt es halt dann irgendwo ein Gleichgewicht, das nicht ganz klar bestimmbar ist, aber irgendwo gibt es sozusagen einen Markt für passives und einen Markt für aktives Investieren und beide sorgen dann dafür, dass eben der Markt doch
wiederum effizient ist. Ja, das wird auch sicherlich so sein. Meine Sorge ist so ein bisschen die, ein aktiver Manager braucht eigentlich immer ein bisschen Diffusion zwischen Aktien. Ja. Er will ja nicht quasi so einen Fischschwarm haben, der gleichmäßig auf- und abschwimmt, sondern idealerweise eine heterogene Bewegung der Kurse. Aber wenn ETFs gleichmäßig Zuflüsse bekommen oder Abflüsse, dann habe ich natürlich einen Impuls am Markt, der tendenziell zu dieser Heterogenität von Kursen führt und nicht zu dieser, also zu einer Homogenität und eben nicht zu einer Heterogenität. Und das verkleinert natürlich den Handlungsspielraum oder auch den Erfolgsspielraum von aktiven Managern. Aber man könnte vielleicht auch sagen, das ist ein bisschen akademische Diskussion, weil bisher, muss man sagen, funktioniert es ja noch einigermaßen. Im Moment gibt es Raum für aktive und für passive Manager. Und bisher ist man sich noch nicht im echten Leben so massiv ins Gehege gekommen, dass man sagen müsste, der Kapitalmarkt hat hier schon echte zusätzliche systematische Risikos zu tragen. Obwohl meines Wissens es durchaus einige Behörden gibt, vielleicht eher in Amerika als in Europa, auf der regulatorischen Ebene, die sich durchaus auch Sorgen machen, dass ETFs, so die Existenz von ETFs und der Erfolg von ETFs sogar systematische Risiken in der Summe erhöhen könnte. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Ja, also ich glaube, das kann man zweigeteilt machen. Vielleicht nochmal zurückzukommen auf die aktiven Manager. Hier ist es so, dass wir zum Beispiel auch Evidenz haben, dass auch die Volatilität der Titel, in denen sehr viele ETF-Fonds investiert sind, ansteigt. Das liegt daran, dass wenn so ein Nachfrageschock kommt, also aus irgendeinem Grund eine starke Nachfrage nach diesen ETF-Stücken entsteht, dass ja ganz kurzfristig die Anzahl dieser Stücke konstant ist. Und die müssen in einem relativ komplexen Prozess der Creation, diese sogenannte Creation Activity, geschaffen werden. Und das tut man, indem man die Titel, die zugrunde liegenden Titel, kauft. Das heißt, die ETF-Stücke gehen nach oben, aber auch die zugrunde liegenden Titel gehen nach oben, weil der Warenkorb und der ETF arbitragemäßig miteinander verbunden sind. Und es zeigt sich empirisch, dass hier so ein überschießender Effekt eintritt, dass die Preise stark nach oben gehen und dann wieder abfallen, so eine sogenannte Mean Reversion sich einstellt. Und das führt in Summe zu höheren Volatilitäten der zugrunde liegenden Titel. Also man kann sehr schön zeigen, dass Titel, wo sehr viele ETF-Fonds investiert sind, eine höhere Volatilität haben. Und das gibt dann eigentlich auch den aktiven Fonds entsprechend wieder Möglichkeiten, hier ihre abnormalen Renditen, ihre Alphas zu verdienen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, den du angesprochen hast, es gibt auch, sage ich mal, makroökonomische oder gesamtwirtschaftliche Bedenken, die sozusagen ein bisschen warnen vor einem zu starken Verbreitung dieser ETFs, nämlich wenn ich einen großen Anteilsbesitz in allen Unternehmen einer Branche habe, die im Index vorhanden sind, und das tue ich ja als Indexfonds, denn meine mechanische Strategie ist einfach, den Index zu replizieren, dann ist die Strategie wahrscheinlich, den Wert meines gesamten Portfolios zu maximieren. Und das führt möglicherweise zu anderen Entscheidungen, als zu sagen, ich maximiere den Wert einer jeden einzelnen Unternehmung, die im Index vertreten ist. Und das würde eigentlich bedeuten, dass ETF-Fonds den Anreiz hätten, Wettbewerb zu reduzieren. Also dass es so monopolistische Tendenzen gibt, wo man Monopolrenten abschöpfen kann. Wettbewerb wird reduziert, Investitionen werden runtergefahren, was insgesamt natürlich so ein bisschen an der Grundlage unseres gesamten marktwirtschaftlichen Systems rüttelt. Also wenn das der Fall wäre, und es gibt erste Evidenz, es gibt aber auch gegenteilige Meinungen, dann wäre das natürlich wirklich eine Riesensache. Und die ersten Wettbewerbsbehörden, also vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland, haben sich diese Studien, die existieren, angeschaut und sind da durchaus haben da eine gewisse Sensibilität gegenüber diesen Wettbewerbsthemen, die aus dem ETF-Anteilsbesitz rühren. Ja, wir haben bei Warburg mal, ich glaube, vor 2 Jahren eine Studie veröffentlicht oder auch vorher durchgeführt natürlich, wo wir mal Folgendes gemacht haben. Wir haben geschaut, wie schnell atypisch hohe Margen von Unternehmen
vom Wettbewerb wieder weggeschmolzen werden. Es gibt natürlich immer Phasen, wo Unternehmen mal für 2-3 Jahre eine extrem hohe Marge vereinnahmen können, aber irgendwann merkt der Wettbewerb, hoppala, da kann man Geld verdienen mit dem Geschäftsmodell. Und dann entsteht dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung, so wie Schumpeter das mal genannt hat. Dann kommen andere Anbieter, die sagen, das kann ich mindestens genauso gut. Und dann wird die Marge quasi abgeschmolzen. Und das ist ja auch genau der Wettbewerbsprozess, den man haben möchte, der am Ende ja dazu führt, warum eine Marktwirtschaft so effizient funktioniert und warum sie tendenziell auch wohlfahrtssteigernd wirkt oder funktioniert. Und wir haben festgestellt, dass die Zeiträume, mit denen quasi, die gebraucht werden, damit Margen abgeschmolzen werden können, dass diese Zeiträume im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte tendenziell deutlich zugenommen haben. Während nämlich man vordergründig mal glauben könnte, der Wettbewerb hat massiv zugenommen, sagen die Zahlen eigentlich, zumindest die Zahlen, die wir uns angeschaut haben, genau das Gegenteil. Das ist heute, dass man heute länger in einer monopolartigen Stellung verharren kann und die Googles und Amazons dieser Welt sind vielleicht nur vordergründig Beispiele dafür, aber sie sind eben Beispiele. Und das, was man in 3-4 Unternehmen sehr offensichtlich erkennen kann, kann man empirisch am Ende offensichtlich zeigen für Tausende von Unternehmen. Und wenn das so wäre, dass das tatsächlich einen Zusammenhang hat mit den Gedanken, die du gerade geäußert hast, zu der Bedeutung von ETFs und dem Verhalten von Fondsgesellschaften, die ETFs emittieren, wäre das in der Tat natürlich schon ein kleiner Gamechanger für die Art, wie Kapitalmärkte funktionieren. Also nicht nur Kapitalmärkte, sondern unsere gesamte marktwirtschaftliche Ordnung. Nicht? Ja. Denn wir alle glauben, dass Wettbewerb letztlich wohlfahrtssteigend ist. Und das hätte natürlich massive Konsequenzen. Die Frage ist natürlich, wie gesagt, an einigen Beispielen, die wir alle kennen, die Googles, Amazon, ist das ganz, ganz vordergründig sichtbar und völlig klar. Und die Diskussion wird ja auch in Amerika ganz, ganz stark geführt, ob man nicht möglicherweise mal Google, Amazon auch zum Beispiel aufspalten sollte. Aber die Frage hier in unserer, im Hinblick auf ETFs ist natürlich, um das zu tun, braucht es wahrscheinlich eine Koordinierungsfunktion. Müssen die ETFs in die Rolle gehen, um ihre Portfoliounternehmen in irgendeiner Form zu steuern und diesen Portfolio-Gedanken einzunehmen, dass man eben nicht das Einzelunternehmen im Wert maximiert, sondern das Gesamtportfolio. Und hier so ein bisschen die Frage, welchen Anreiz die ETF-Fonds haben, diese Koordinierungsfunktion einzunehmen. Denn was für den Investor so attraktiv ist, nämlich die geringen Gebühren, ist natürlich aus der Perspektive des Fonds natürlich die, dass es wenig Anreize gibt, sich aktiv zu engagieren in der Kontrolle, im Monitoring, in der Überwachung des Unternehmens. Denn das ist im Prinzip, wenn man so die großen drei, die Big Three, BlackRock, Vanguard, State Street ansieht, dann ist das für die ein bisschen wie ein Trittbrettfahrerproblem, nicht? Also wenn ich mich engagiere, dann ist das mit erhöhten Kosten verbunden, die aber dann allen Indexinvestoren, auch der anderen Gesellschaften, zugutekommen. Nicht? Deswegen hat niemand einen Anreiz, sich entsprechend zu engagieren. Und selbst wenn ich die Kosten übertragen würde an die Kunden, führt das natürlich in Summe dazu, dass diese Fonds Mittelabflüsse hätten und wiederum die Konkurrenten profitieren. Die gar nichts machen. Also insofern sind die Anreize hier wirklich diese Governance-Funktion, diese Monitoring-Funktion im negativen Sinne, wenn es um Monopolrenten geht, auszuüben, vielleicht nicht so groß. Und es gibt Untersuchungen, die sich einfach mal anschauen, wie viele Leute sind denn bei diesen BlackRocks, Vanguard, State Street überhaupt beschäftigt, die sich mit genau solchen Governance-Themen, Monitoring- und Überwachungsthemen beschäftigen. Wie viele Personen sind da beschäftigt? Und das sind viel zu wenige, als dass sie diese vielen tausenden Unternehmen, in denen sie rein mechanisch investiert sind, sinnvollerweise kontrollieren könnten. Ja. Also da wird teilweise etwas gemacht und da gibt es sicherlich einzelne Beispiele, wo im Hintergrund zumindest die Indexanbieter ans Unternehmen herantreten, aber das machen sie sicherlich nicht im großen Stil, dafür haben sie zumindest aktuell gar nicht die Kapazität. Und das Verrückte ist, dass quasi schon das Nichtstun sozusagen, das Zurückhalten in dieser Funktion zu kontrollieren, ja tendenziell genau schon diese Effekte haben kann,
dass Unternehmen vielleicht kollektiv in eine eher monopolartige Situation hineingeraten oder zumindest der Wettbewerbsdruck sinkt, weil ich ja als Investor nicht mein Interesse daran habe, dass mein Unternehmen A oder B besonders gut abschneidet, sondern man ist am Ende damit zufrieden, dass in der Summe alle ganz gut mit dem Status quo umgehen können. Und das führt dann eben dazu, dass ich gar nicht aktiv als quasi ETF-Fondsanbieter auf diese monopolistischen Tendenzen hinarbeiten muss, sondern allein durch mein Nichtstun könnte es passieren, dass das perspektivisch von der Richtung her automatisch kommt. Wobei wir natürlich jetzt nicht den Teufel auch an die Wand malen wollen, denke ich mal, denn das, was wir jetzt gerade beschreiben, sind zum größeren Teil erstmal akademische Diskussionen und das, was man empirisch beobachten kann, das sind auch marginale Veränderungen, das ist nicht zu hochgradig signifikant, das denke ich mal, sondern das sind vorsichtige Tendenzen, die man allenfalls im Moment beobachtet. Aber es könnte natürlich schon dazu führen, dass wenn die Indexfonds sich wirklich rein passiv verhalten, könnte es natürlich sein, dass die Manager einfach im vorauseilenden Gehorsam diesen Portfoliogedanken einnehmen. Das mag sein, das ist schwierig zu testen. Empirisch. Es könnte aber auch sein, dass natürlich sozusagen die diskretionären Spielräume des Managements ansteigen und wir dann natürlich das, was wir unter Prinzipal-Agenten-Problemen kennen, dass sich diese Probleme verschärfen, dass nämlich Manager immer weniger einer Kontrolle durch Aktionäre unterliegen. Und es gibt auch dazu erste empirische Auswertungen, die zeigen, dass sich diese Fonds tatsächlich relativ passiv verhalten. Also sie haben zum Beispiel niemals irgendwie von sich aus irgendwelche Anträge, die sie einbringen, wo sie mit dem Management möglicherweise nicht einverstanden sind. Sie sind da viel passiver als zum Beispiel aktive Fonds. Und wenn, dann stellen sie sich eher auf die Seite des Managements und weniger vielleicht auf die Seite einzelner Aktionäre, mit dem spezielle Vorhaben vielleicht pushen wollen. Und selbst wenn hier zum Beispiel aktivistische Hedgefonds im Unternehmen sind, die also relativ aggressiv mit ihren Wünschen ans Management herantreten, selbst da haben sie eher die Tendenz, offensichtlich mit dem alten Management zu stimmen und sozusagen diese Angreifer eher abzuwehren. Also die Rolle ist da noch nicht so ganz geklärt, aber die erste empirische Evidenz deutet darauf hin, dass sie sehr passiv sind und auch, dass zum Beispiel Abstimmungsergebnisse meistens niemals so knapp sind, als dass der Anteil der ETF-Fonds den Ausschlag gegeben hätte zwischen Annehmen und Nicht-Annehmen. Also insofern ist es nicht so klar. Ja. Aber trotzdem haben wir jetzt so ein kleines Problem, denn eines kann man schon sagen, ETFs werden ja bleiben und sie werden tendenziell an Bedeutung gewinnen, weil sie natürlich für Investoren, das haben wir eingangs gesagt, einfach ein super attraktives Vehikel sind, um kurz- oder mittel- auch langfristig Zugang zu Märkten zu bekommen, auf eine sehr transparente, logische, günstige, gut strukturierte Art und Weise. Also die bleiben, das Vehikel wird nicht mehr gehen. Aber die Probleme, die damit einhergehen, die möglichen Probleme, die wir gerade besprochen haben, werden natürlich mit jedem Tag größer, wo ETFs noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und damit sind sie am Ende vielleicht doch tatsächlich ein Fall für den Regulator, der quasi sich fragen muss, wie gehe ich mit dieser potenziellen Problematik um? Wenn du jetzt mal die BaFin oder in Amerika eine Behörde beraten müsstest, was würdest du denen sagen, wo sie darauf achten müssen? Ja, also ich glaube, man sollte, es gibt gewisse Vorschläge, wie man Anreize schaffen könnte, dass sich zum Beispiel ETFs doch stärker in das Monitoring und die Kontrolle von Unternehmen einbringen, dass zum Beispiel die Indexanbieter verpflichtet werden, gewisse Gebühren einzuheben, um Anreize zu bieten, dass man Monitoring ausübt. Es gibt aber auch zum Beispiel in dieselbe Richtung gehen Vorschläge, dass man sagt, die großen Anbieter werden gezwungen, vom Regulator gemeinsame Forschungspools einzurichten. Dass man sagt, hier wird gewisses unternehmensspezifisches Research betrieben, das dann alle Anbieter gemeinsam nutzen können, um hier gegenüber den Unternehmen entsprechend aufzutreten. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Vorschläge in der Literatur, dass man sagt, wir begrenzen einfach den Anteil des ETF-Besitzes an diesen Unternehmen. Mhm. Also auch diese Überlegungen gibt es, dass man einfach die schiere Größe im einzelnen Unternehmen auf einen bestimmten Prozentsatz begrenzt, um eben alle möglichen negativen Effekte von vornherein auszuschließen. Also da gibt es die ganze Bandbreite an Meinungen.
Ich bin da persönlich auch hin und her gerissen. Also ich glaube, da braucht es noch einiges an Forschung und empirische Untersuchung. Was natürlich schwierig ist, weil es nicht so einfach ist, an Daten ranzukommen. Dass vieles passiert im Hintergrund, ist nicht unmittelbar beobachtbar. Aber ich glaube, das Thema wird eben nicht weggehen und wird gerade, was die Implikationen für Wettbewerb angeht, auch den Regulator entsprechend weiter beschäftigen. Also da haben die ein deutliches Auge drauf geworfen. Ja, das ist gut. Und dann muss man natürlich vielleicht auch noch etwas relativierend dazu sagen, auch wenn ETFs weiter an Bedeutung gewinnen, werden sie sicherlich auch in 10 oder 20 Jahren nicht den Markt dominieren. Also wir werden nicht die Situation haben, dass dann 60%, 70%, 80% aller, sag ich mal, Assets, die am Markt quasi auf der Aktienseite verfügbar sind, dann gehalten werden von ETFs. Es wird immer einen Markt für aktive Manager geben. Und die Arbeitshypothese, dass quasi ein Market Cap gewichteter Index in jedem Fall immer die effizienteste Lösung ist, um ein Portfolio darzustellen, die muss man ja auch hinterfragen. Man muss große Demut haben vor Märkten. Also Märkte sind effizient, aber trotzdem muss nicht immer eine Market Cap gewichtete Indexstruktur zwangsläufig die bestmögliche sein in einer konkreten Situation. Es gibt immer wieder Marktphasen und wir erleben sowas jetzt vielleicht auch gerade wieder, wo auch aufgrund exogener Entwicklungen gewisse Paradigmen sich ändern und vielleicht nach 10 Jahren Growth dann beispielsweise doch wieder Value anfängt zu laufen. Und wenn das dann so ist, wird das logischerweise nicht 1:1 reflektiert von Market Cap gewichteten Indizes. Und dann hat man durchaus, finde ich, auch als aktiver Manager die Chance, hier noch ein bisschen Honig aus dem Markt zu saugen und eben nicht nur auf passive Vehikel zu setzen. Und solange diese Chance da ist und solange auch Investoren das auch so sehen und dementsprechend eine Nachfrage nach aktiven Asset-Management-Dienstleistungen besteht, solange werden ETFs zwar eine große Rolle spielen, aber sie werden nicht alles erschlagen. Und deswegen wäre meine Hoffnung, dass dann auch alle Probleme, die wir jetzt aufgezeigt haben, nicht dazu führen, dass Kapitalmärkte am Ende gar nicht mehr funktionieren. Und zusammen mit den Vorschlägen, die du gerade erwähnt hast bezüglich der Regulatorik, und ich finde, das sind sehr, sehr sinnvolle, gute Vorschläge, die hier im Raum stehen, müsste man dann vielleicht auch die Nachteile von ETFs einigermaßen in den Griff kriegen können. Ich hoffe, das war jetzt ein ganz gutes Schlusswort. Vielleicht hast du noch ein bisschen was zum Schluss hinzuzufügen, Wolfgang. Vielleicht nur noch, es ist völlig richtig, man muss Demut haben vor den Märkten. Auch wir verwenden in der akademischen Forschung nur Modelle. Wir beschreiben Erwartungswerte im Wesentlichen. Die können eintreten, aber auch nicht. Das sind Durchschnitte. Und es gibt halt Marktphasen, wo diese Erwartungen eintreten und andere Phasen, wo das eben weniger der Fall ist. Und insofern würde ich auch so sehen, es gibt durchaus Raum für aktives Management. Es gibt sogar Evidenz, die kürzliche Evidenz, die zeigt, dass es vor allem die Manager sind, die besonders aktiv sind, die erfolgreichsten Manager sind. Ja. Also die eher am Index dran kleben, das sind eigentlich die weniger erfolgreich sind. Und die, wo sozusagen der diskretionäre Spielraum am größten ist, das sind die eher die beste Performance bringen. Das erfordert aber natürlich gutes Research, gute Kenntnis der Märkte, gute Qualität. Und auch Durchhaltewillen, langfristigen Investmenthorizont, genau. Auch ein Investor, der bereit ist, das mitzugehen. Genau. Und dann kann man. Ein Investor, der bereit ist, das mitzugehen, richtig. Denn man kann am Ende recht haben und zwischenzeitlich aber pleite gehen. Das haben wir schon gesagt. Hat Keynes schon vor vielen Jahren gesagt. Die Limits of Arbitrage, ne? Genau. Ja. Prima, Wolfgang, ich danke dir ganz herzlich für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Ich danke auch Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Dankeschön.